Eine Beere? Das ist eine Minze. Minze. Naja, was so ist. Ach ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die Viecher schon besiegen habe. Ich probiere das lieber nicht. Oh nee! Muss ich hier lang? Verdammt! Aber ich habe noch eine Idee. Weil die kriege ich garantiert mehr. Alleine Toja. Und die rennen ja schon mal nicht hinterher. Mach dich nützlich. Aber die haben bestimmt auch wieder so einen blöden Stein hier. Das würde mich nicht wundern. Ich will die jetzt einfach mal angreifen. Ja, hey, Arschgeigen. Wow! Verdammt! Das war fies. Muss ich wieder so einen Nougat-Bonbon essen jetzt nur. Das deprimiert. Oh. Ich denke mal, ich versuche das Grab jetzt noch zu finden. Und dann machen wir für heute erstmal Ruhe und lade ich diese Videos jetzt hoch. Und ja. So, jetzt wollen wir den einen wenigstens hin. Hoffentlich kriegen die den noch tot. Das ist ja eine Lusche gewesen, ey. Glaub mir, das war echt Nullpunkte jetzt. Ah, verdammt. Ich hasse diese Echsen-Idioten. Die sind wirklich heavy. Ich renne einfach weiter jetzt. Verdammt, mein Trinken ist alle. Muss ich drei Stöcke runter in den Keller rennen, um was zu trinken zu holen. Ich habe kein leichtes Leben. Ja. Ich denke mal, morgen geht es noch ein bisschen weiter mit Risen. Morgen werde ich mal eine Grafikkarte ausprobieren. Ich hoffe, das geht ohne Komplikationen. Mach dich nützlich. Ich stirb's sonst. Ja. Bin ich auch abtrichtig? Dachte ich mir schon, ich bin nicht falsch. Verdammt. Hungriger Wolf. Das war ja der Höhepunkt. Nimm die Wurzel. Eigentlich könnte ich ja die Ogre-Quest noch machen. Für diesen Kollegen hier. Mann, diese Keiler sind nervig. Vögel. Schon ewig nicht mehr gesehen. Ich finde die Stachelratten geil. Mann, mit einem Treffer. Das ist krass. Das
So, mal gucken, wo es hier oben lang geht. Wir müssen hier wieder was von der Erfahrung tun. Hier oben sind bestimmt wieder irgendwelche Ogre-Viecher oder was weiß ich. Schwache magische Heilung. Dietrich. Goldbeutel. Kurzbogen. Sonst noch was. Leiche war hier oben. Skelettleiche. Ein Dietrich. Das ist verdammt wenig, ehrlich gesagt. Aber naja. Ich versuche jetzt das dritte Grab zu finden. Damit wir auch mal diesen Schatz finden dann. Sind wir überhaupt richtig? Ich glaube, wir haben immer die Riesenschildkröte. Ich mich nicht irre. Ich glaube, die war hier unten. Wenn man das Schildkröte nennen kann, das Vieh. Genau, jetzt in der Hafenstadt und geradeaus geht es lieber weiter zu dem Riesenvieh. Unser Marvin. Hier ist Marvin. Ich habe 3 Vasallenringe. Tempel. Nee, hier ist nix. Ich hole irgendwas. Oh, ich verlaufe mich ja ständig im Wald. Wo ist das Grab jetzt? Ich mach das Grab. Bin ich jetzt? Ach hier. Da muss ich jetzt hier runter. Oh, verdammt. Wo ist hier ein Grab? Ein Marvin oder was? Hinten bestimmt. Raus hier. Ja. Schwarzer Wolf. Das war du. Nur komm her. Boah, das sind ja nervische Viecher. Sterben möchte ich jetzt nicht. Ja. Oh, du nervst. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann. Sorry, aber. Oh, ich bin aber leicht müde jetzt. Ja, diesen Satz da unten sollte man sich zu Herzen nehmen. War schon immer so bei Gothic. Man wird immer auf stärkere Gegner treffen, solange man selber noch nie stark genug ist oder wirklich alles gefunden hat. Das finde ich auch gut an Gothic. Diese Spannung eben, was erwartet mich im nächsten Gebiet hinter dem starken Gegner? Außer noch mehr starke Gegner. Mächtigere Items. Wieso ist da jetzt wieder geheilt? Warum ist der geheilt? Ich nie. Also ich glaube, der war vor uns schon fast tot, wo ich gespeichert habe, wenn ich mich nicht irre. Eine magische Sonderheilung kriegt er noch.